Servus, es ist 16 Uhr, es wird ganz schnell dunkel, Wind haben wir gar nicht und deswegen haben wir momentan ein Energieproblem. Energie ist das Stichwort, Energie ist ja nicht nur Strom und Gas, sondern auch Lebensmittel. Und wir haben es jetzt geschafft, dass wir ein Drittel unseres Schweinefleisches aus dem Ausland beziehen. Yeah! Und das ist cool, weil wir sind nämlich gerade dabei, die EU macht mit Chile, aus Chile kommen momentan die ganzen Schweine für die Gastronomien zum Beispiel, neue Handelsbeziehungen aufzubauen. Das ist nämlich total nachhaltig. Und deswegen freuen wir uns auf mehr Schweinefleisch aus Chile, weil es regional ist, es ist gleich um die Ecke und wir sind ja nur 90 Millionen Menschen bald in Deutschland. Wie Herr Scholz sagt, er freut sich über die Zuwanderung, die wir bekommen von den Fachkräften. Aber mein Problem ist, Herr Scholz, wie wollen wir denn mal Autarkie herstellen mit dem wichtigsten Gut, was wir brauchen? Wir sehen ja, was passiert, wenn wir abhängig sind in Zeiten von Krieg. Ja, der Chinese hält Munitionskomponenten zurück und spielt damit den Russen in die Karten. Und wir, ach, wir haben ja noch gar keine Munition bestellt. Das hat noch nicht ganz geklappt mit der Zeitenwende. Und dann gehen wir weiter. Wir können das spielen, wie wir wollen. Getreidemangel am Ukraine-Krieg. Und unsere Lösung ist ja, Herr Özdemir sagt, wir sollen Flächen stilllegen. Das ist natürlich komplett logisch. Herr Özdemir ist tatsächlich jetzt der beliebteste Politiker in Deutschland. Er hat Frau Baerbock überholt. Ich frage mich, wie das geht. Ich glaube, er hat eine neue Brille. Das macht ihn natürlich auch sympathischer. Und Autarkie wäre, wenn man das macht, wie unsere Nachbarn in Holland, man baut einfach zwei neue Atomkraftwerke. Warum machen die das denn? Wir haben doch kein Stromproblem. Stimmt, wir haben kein Stromproblem, weil wir momentan alles vergasen, also verstromen mit dem Gas. Gestern haben wir so viel verstromt wie noch nie. Oder vergast, wie auch immer man es nennen will. Darf man das überhaupt noch sagen? Keine Ahnung. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Wir nutzen Gas, um Strom zu produzieren, weil wir kein Stromproblem haben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das Gas, ich bin ganz schlau, weil wir waren so genial und deswegen lieben uns auch alle weltweit, weil wir so bekloppt waren. Wir haben gar keinen Stopp gesetzt. Wir haben einfach einem Unternehmen den Auftrag gegeben, das Trading Hub Europe, so heißt das tolle Unternehmen, Gas zu kaufen, koste es, was es wolle. Und somit entstand ein Schaden von 1,5 Milliarden. So 1,5 Milliarden, wie komme ich jetzt auf Universitäten? Nun verliegt es vielleicht daran, dass wir unter den Top 20 auf der Welt überhaupt nicht vorhanden sind. So, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal 1,5 Milliarden in eine Uni stecken würden oder grundsätzlich in Schulen? Dann würden wir hier vielleicht irgendwo mal auftauchen. Da sieht man nämlich nur UK, Schweiz und irgendwas in Singapur, aber mit Deutsch oder irgendwas EU-Länder sind nicht vertreten. Komisch, ist doch alles so genial, wie es bei uns läuft. Ja, du kannst es dir nicht ausdenken. Wie komme ich jetzt auf dieses hier? Keine Ahnung, 13 Messerattacken pro Tag in NRW. Ach ja, Mensch, wir haben da eine super Innenministerin, die hat alles im Griff. Und du musst dich als Beamter jetzt inzwischen schon beweisen, dass du nicht böse bist. Du musst es beweisen, wenn sie das sagt. Das war ungefähr früher so, warte mal, beweisen Sie, dass Sie keine Hexe sind. Können Sie nicht? Aber auf dem Scheiterhaufen. Es läuft bei uns. Fürti. So, und ich weiß auch genau, was von einigen wieder kommt. Ja, der meckert ja nur. Leute, es gibt Alternativen. Über die denken wir dummerweise nicht nach. Das Einzige, über was wir nachdenken, ist nun mal PV. Ja, ist auch alles wunderbar. Bin ich ein Riesenfreund von. Und deswegen bauen wir das da auch auf dieses Dach drauf. Das ist eine gute Sache. Deswegen waren die Jungs auch heute hier und haben bei minus 10 Grad angefangen, das restliche Gerüst aufzubauen. Vielen Dank nochmal Jan. Und die Jungs waren auf dem Dach, nachdem das Eis runter war, und haben da nun mal jetzt die PV-Anlagenvorrichtung schon mal angebaut. Und lieber Herr Ministerpräsident Kretschmer, die werden sich heute Abend auch nicht mit einem Waschlappen waschen, sondern die werden heiß duschen. Und das haben die auch verdient. Und die frieren und nicht für den Frieden, weil das ist alles totaler Mumpitz. Sondern sinnvoll wäre es, wenn wir, und ich habe es nochmal ausgedruckt, weil es gerade über den Ticker bei NTV kam, Durchbruch der Amerikaner in Kernfusion. Seit 50 Jahren wird daran geforscht. Das heißt, um es kurz zu machen, man steckt Energie rein und bekommt mehr Energie heraus, als man reingesteckt hat. Die Chinesen hatten auch schon einen Durchbruch. Jetzt haben wir es von den Amerikanern auch nochmal. Aber ohne Forschung und nur auf eine Technologie oder beziehungsweise zwei setzen, Wind und Solar, werden wir nun mal die viertgrößte Industrienation des Planeten nicht satt bekommen. Tut mir leid, das gehört zur Wahrheit leider dazu. Das heißt nicht, dass man dagegen ist, sondern man hätte noch Alternativen, die man vielleicht immer nutzen sollte. Horrido.